diesen Ball, genau diesen Ball haben wir schon ein paar Mal gesehen. Lende. Ja, jetzt hat Lende seinen Gegner im Griff. Fünfter Gamegewinn hintereinander zum 5:2. Jetzt weiß er, wie es geht. Lende, mein Härte darf sein Geschirr. Druck, er darf Pernfors so wenig Zeit wie möglich nur lassen für seine Schläge, vor allem für die beidarmige Rückhand. Und tatsächlich hat Pernfors jetzt schon länger zu wenig Zeit, um diese Passierschläge erfolgversprechend ansetzen zu können. Aber Zdeněk Cofka, der Jugendfreund und frühere Trainingspartner in der GSSR, sagte, es gibt kaum einen intelligenteren Spieler im Tenniszirkus. Ivan war ein ungewöhnlich guter Schüler, nicht nur hochintelligent, er hat auch nie den Fehler gemacht zu glauben, dass er wegen seines Talents auf den Fleiß verzichten könnte. Und das ist etwas, was Henri Leconte zum Beispiel, den wir jetzt noch einmal sehen, sehr spät begriffen hat. Wenn er es auf Dauer begriffen hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser junge Franzose, der jetzt schon beim World Team Cup alles geschlagen hat wieder, der Lendl zweimal im Vorjahr besiegt hat, zumindest auf Sand zu den ganz Großen zählen könnte. Aber Leconte hat ja die Mitte, die Wucht im Spiel, dass er auf jeden Boden stark spielen kann. Erinnern Sie sich an Wimbledon im Vorjahr, ein Merci. Ganz tolles Match geliefert hat. Pernfors schlägt auf bei 2:5. Vom Ergebnis her schaut es jetzt recht eindeutig aus. Zero, can. Nicht mehr geschafft und damit haben wir schon wieder Satzball. Gespielt wird jetzt knapp ein Dreiviertelstunden. Deuxième manche, Lendl. Spiel und zweiter Satz für Lendl, der jetzt mit 2:0 setzen mit 6:3 und 6:2. Lendl main par deux manches à zéro. Sechs Game-Gewinne hintereinander. Aufschlag Lendl. Troisième manche au service Lendl. Wir zeigen Theatersieg. Un peu de silence, je vous prie. Merci. Je vous prie de ne pas troubler la concentration des joueurs. Merci. 40-30. Ich glaube, der Ball war auf der Linie. Lendl, la balle est faite. Premier jeu, troisième manche. Der Linienrichter hat dabei ganz deutlich beide Hände nach unten gegeben und wurde hier also korrigiert vom Schiedsrichter Schattdorfmann. Sehr schnell korrigiert, das Publikum pfeift, weil sie Leute natürlich auch gesehen haben. Thank you.
15-40. Jetzt schlägt Lendl mit unglaublicher Härte. Zwei Breakbälle wieder. Jetzt hat er seinen Gegner, zumindest in diesen Phasen und schon seit längerer Zeit, fest im Griff. Je Lendl. Ball 9. Ball 9. Lendl mène 3 jeux 0. Sein Ritual nervt zwar die Leute, aber nicht den Gegner. Er nimmt es ein bisschen spöttisch zur Kenntnis, dass man pfeift und applaudiert. Versuchen es mit Gewalt, ihn aus der Konzentration zu bringen. Wenn Sie mir das erlauben zu sagen, ich halte es fast für ein Kompliment. Man weiß im Publikum um die Stärke des Ivan Lendl und versucht halt alles, um dieses Match zu verlängern. 30-40. Noch ein Breakball bei 30-40.
bleibt konsequent bei der Rückhandseite des Gegners. Und jetzt ist dieser dritte Satz plötzlich wieder offen geworden. Diesmal ist das siebte Game wirklich sehr, sehr wichtig. Service Lendl. Duell mit hohen Topspin-Bällen. Im Laufen extrem, so wie Sie es hier gerade sehen. Ein Slice. Und dann gegen die Laufrichtung. Der Punkt für Lendl zum Einstand. Tolles Game. Avantage, Fernkopf. War nicht besonders scharf, aber unnehmbar. So extrem groß gespielt. Thank you.
eindeutig gut. Egalité. Avantage Lennon. Keine leichte Aufgabe heute für Jacques Dorfmann als Oberschiedsrichter dieses Finale, wie immer selbst leitet. Wird gesagt. Je Lennon. Zwei Spielbälle hat Michael Kempfers zum 5:3, aber jetzt hat Lennon noch 4 Jeux hintereinander verloren in Games. Das 4:4 erzielt. Je Lennon. Wende für den dritten Satz mit 5:4. Nach zwei Breaks hintereinander hat er mit sehr viel Mühe, aber doch sehr Lennon meint par 5 Jeux à 4. Immer fast bei großen Tennisveranstaltungen. IOC-Chef Juan Antonio Samaranch dabei, auch hier in der Ehrenloge. In Seoul ist Tennis ja olympischer Bewerber, aber im Augenblick schaut es nicht gut aus. Man hat schon angenommen, dass tatsächlich die allerbesten Spieler teilnehmen könnten und dass damit ein Schritt vorwärts zu sozusagen offenen Olympischen Spielen getan werde. Aber zurzeit schaut es wieder sehr trist aus und man wird den Amateurgedanken in Seoul im Tennis wahrscheinlich auch sehr, sehr hoch. Zero, Kenner. Null 30. Zero, Kram. Peu de silence, mesdames et messieurs. Merci. Böser Blick zum Linienrichter und es geht weiter. Da muss man schon sehr nervenstark sein. Netz und out, zweiter Abschlag.
30-40. Un peu de silence, je vous prie. On te prie. 30-40. 30-40. Der Match Lendl. Ivan Lendl gewinnt zum zweiten Mal nach 1984 Paris. Er gewinnt das erste Grand Slam-Turnier des Jahres und erhält anerkennende Worte von seinem jungen Gegner Michael Körnfors. 6:3, 6:2 und 6:4 für den Weltmeister. Alle Anerkennung dem Sieger. Österreicher ist nämlich Josef Hutter in der 250er-Klasse. Ivan, congratulations for your match and for the tournament. You lost one set during the tournament. I'm really happy I won in WM and what else can I say? Ivan, est-ce que cette victoire vous procure plus de plaisir aujourd'hui que celle que vous avez remportée face à John McEnroe il y a deux ans? Pleasure than beating McEnroe. Well, 2 years ago it was the first one, but so it was very special. Guten Abend, ich begrüße Sie recht herzlich in der WM-Studie, etwas verspätet. Sie haben es ja mitbekommen, wir haben das Tennisfinale in Paris und ich darf Thomas Barisch, den neuen Austritter in dem Studio begrüßen, der uns heute Abend begleiten wird, wenn es zu zwei Entscheidungsspielen in der Gruppe E, nämlich Deutschland, Schottland und Uruguay, Dänemark und die weiteren Begegnungen, die weitere Begegnungen heute Belgien. So, you know, it really means a lot to me, because I had to overcome. Gestern hat es ja auch einige interessante Spiele gegeben, die Ausstreichungen von Michael verspricht worden. Die Regierung hat die strengste Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Tausende Polizisten, Zivilgardisten, Antiterror-Spezialisten und Soldaten hatten das Stadion in eine Festung verwandelt. Die Mexikaner ließ dieser Aufmarsch der Ordnungskräfte ziemlich unbeeindruckt. Sie wollten lediglich ihrer Mannschaft zugeben. Das frühe Führungstor der Mexikaner zerhackt das Spiel völlig. Etwa 25 Minuten lang gehen die Spieler wie gereizte Stiere aufeinander los. Nach drei gelben Karten beruhigen sich die Gemüter einigermaßen. Insgesamt haben wir 76 Fouls in 90 Minuten gezogen. 43 der Mexikaner und 33 der Paraguayaner. Darunter auch dieses von Hugo Sanchez, der Schiedsrichter George Thornton aus England, nicht gibt. Doch weder dieser nicht gegebene Elfmeter, noch der von Hugo Sanchez verschossene, noch das für viele enttäuschende 1:1 bringt für uns in Rage. First of all, I would like to congratulate to Michael. He has had a great tournament, and I'm sure we're going to see and hear a lot of him in the future. Empört reagiert der Teamchef Paraguays auf Vorwürfe, seine Mannschaft habe überhart und unfair gespielt.
besides that, I don't think I have to tell anybody how happy I'm to win here again. And I have been working very hard for it. And even though that many times you like my opponents more than me, I still love winning here. Wir haben ja nichts zu verschenken. Das kann wesentlich beschützt werden. Also, I would like to thank all the people who have been helping me, and especially my coach Tony Roach, who has been working very hard with me. And it has been 20 years since he has won here, so it's very special for us. Thank you. Ich habe nämlich in diversen Fernsehberichten festgestellt, dass Sanchez immer in die rechte Ecke von mir aus gesehen schießt. Deswegen habe ich mich auf diese Seite geworfen und abgewehrt. Zufrieden waren nicht nur beide Trainer, dass sich ihre Mannschaften wahrscheinlich für die nächste Runde qualifiziert haben. Auch Polizei und Militär hatten keinen Grund zum Eingreifen und wurden in Richtung Stadt zum Schutz der Denkmäler in Marsch gesetzt. Wie von der Regierung angekündigt, sind Teile der Reformer der Prachtstraße mit den Monumenten gesperrt. Auf den hermetisch abgeriegelten Plätzen und Straßen ist die Unterhaltung gesorgt. Die Polizei ist immer allgegenwärtig.